So, Leute, und willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Battlefield 3 Multiplayer. Heute nochmal nur alleine mit mir. Aber dafür eine schöne, gepflegte Runde Team Deathmatch. Und, ja, ich muss wieder ein bisschen was aufnehmen. Besonders für Battlefield. Und deswegen mache ich jetzt einfach alleine. Die anderen beiden sind, glaube ich, gerade nicht da. Und wenn sie gerade da sein sollten, dann, naja. Dann halt sind sie online. Ich bin noch ein bisschen erkältet, also man hört es vielleicht noch. Ach, scheiß Hummus. Der Messer, der Messer. Bam, gemessert. So, und zwar, ja, ist eine schöne Runde Team Deathmatch. Es ist so, dass auf diesem Server, auf dem ich gerade bin, der läuft jetzt, also da läuft die ganze Zeit Team Deathmatch 24 Stunden lang am in der Woche, am Tag, wie auch immer. Und immer die gleiche Map. Ist also relativ schön, wenn man mal ein bisschen zocken möchte. So, nur verstehe ich gerade nicht, warum es ruckelt. Das finde ich etwas schade. Deswegen entschuldige mich mal gleich, wenn ich sterbe. Einen Moment. So, den habe ich. Ha, wieder der gleiche. Wie gerade eben. Außerdem kann man hier schön viele Kills machen. Ja, Mann. Gerade auf dem Server haben viele Leute Claymore dabei. Ist ein bisschen ätzend. So, ne, warte. Ich muss das jetzt gerade ganz kurz ändern. Da verstecke ich mich mal eben. Mehr oder weniger. Entschuldige mich ganz kurz, bis ich das Ruckeln behoben habe. So, versuchen wir es. Erneut. Ich hoffe, es geht jetzt etwas besser. Ansonsten muss ich das Ganze gleich nochmal in einem nächsten, also quasi in der Pause, wenn das Spiel abgeschlossen ist, nochmal kurz ein bisschen herumprobieren. Scheiße, wo denn? Ich blende mich doch nicht so. Ich muss sagen, dieser Server, der gefällt mir richtig, richtig gut. Den kennt Promocable und ich schon eine Weile lang. Da kann man immer schön viele Punkte absahnen und ja, schön viele Kills holen. Finde ich sehr, sehr geil. Seh dich doch. Muss gar nicht verstecken. Nein! Ja, okay, da konnte ich jetzt gerade nichts machen. Das war etwas blöd. Da habe ich nämlich gerade nachgeladen, glaube ich. Oder ich wollte die Waffe wechseln. Irgendwas war da. Oder oben sehe ich einen Sniper da. Scheiß jetzt aber mal gepflegt drauf. Da wird gerade einer gemessert. Ist auch schön zu sehen. Gibt's noch nicht. Komm mit dem Defi. Ach, mit dem, was? Was war das denn? Ich denke, man kann einen damit umbringen. Ach, Mensch. Okay. Das war jetzt doof. Ich hätte ihn getötet. Das Ding müsste eigentlich ein Instant Death machen, oder nicht? Instant Kill, meine ich. Das wäre ein bisschen scheiße, wenn man das Ding quasi an den Gegner ansetzt und man selbst stirbt. Das wäre ein bisschen doof. Messer, Messer, Messer! Und erneut eingemessert. Ach ja, hier kann man so schön messern. Das finde ich ja nicht schlecht. So, was hat er wieder gemacht? Ah, er hat wieder einen Spawn-Bake gemacht. Ist auch mal ganz schön, da hat man hier so den Überblick von der ganzen Karte. Und da kann man immer schön Granaten runterwerfen. Und vielleicht trifft man einen. Aber so war es gerade leider nicht. Ja, schon wieder Claymore. Ich habe es doch gerade im letzten Moment noch gesehen. Die sind recht empfindlich. Ach komm, das war voll ins Gesicht. Egal. Was soll's. Ich denke, wenn es jetzt, ja, ruckel... Oh, scheiße. Nein. Wenn es ruckelfrei laufen sollte, nehme ich, denke ich, auch direkt zwei Runden in einer Folge auf. Also ich versuche es zumindest. Und komm, komm, komm. Ja, und ich wurde nicht unterbrochen. Ha, schon drei Messer in einer Runde. Das ist doch geil, das schaffe ich sonst nie. Ich muss vier Messer in einer Runde schaffen für ein bestimmtes Achievement. Oder für ein
Ein Ribbon. Kann man ja direkt mal versuchen. Ich meine, 3 habe ich jetzt. Die Runden dauern nicht so lang, aber... Hier habe ich noch eins. Und zack, Melee Ribbon. Haha, geil. Hatte ich noch nicht. Das ist ein schönes Gefühl. So. Aber weiter geht's. Kein Grund, um Pause zu machen. Denn hier lauern noch einige Leute, die getötet werden wollen. Nämlich 2, um genau zu sein. Eine habe ich leider nur getötet. Ansonsten, ich kann eigentlich auch noch die anderen zocken, die anderen Leute. Ich habe jetzt auch heute noch den Versorgungssoldaten komplett, also da habe ich jetzt alles freigeschaltet bei dem. Und ja, gut, ich kann ja ein bisschen Sniper zeigen. Ist jetzt bei Team Deathmatch wahrscheinlich eher blöd. Aber man kann trotzdem, denke ich, einiges mit dem reißen, wenn man damit umgehen kann. Wenn. Nur muss man halt schon ein bisschen aufpassen. So wie ich mich hier gerade anstelle, nämlich nicht. So. Und wo wurde ich denn abgeknallt gerade? Von hinten? Nee, aber ich habe ihn abgeknallt. Shit. Okay. Noch einmal als Sniper, dann mache ich erstmal wieder Sturmsoldat, weil für den Sturmsoldaten habe ich etwas vor. Und zwar gibt es ja Erkennungsmarken. Und diese Erkennungsmarken, die rechten zumindest, die zeigen ja mal eine bestimmte Anzahl an Tötungen zum Beispiel. Oder an Wiederbelebungen oder sonst was. Und da habe ich etwas vor. Und zwar möchte ich mit der M16A3, die ich ja schon sehr oft benutze, da habe ich jetzt 11 Service Stars, also 1100 Kills mit. Und was ich damit vorhab, ist 1337 Kills zu bekommen und die Erkennungsmarke quasi auszustellen oder anzeigen zu lassen. Messern? Ach, verdammt. Dreimal in einer Runde sei mir noch nicht gegönnt. Ja, und die Leute, die wissen, was die 1337 oder die 1337 zu bedeuten hat, die werden das wissen, warum ich das machen möchte, denn die Zahl ist episch und die möchte ich auf meinen Dingen haben. Und wenn ich das dann habe, dann benutze ich die Waffe einfach nie mehr, weil dann, ich habe sowieso alles schon für die freigeschaltet. Und ja, dann benutze ich einfach nur noch die anderen Waffen, die ich dann sowieso noch leveln muss. Also ich habe sowieso vor, warte, mit dem Messer. Ich habe sowieso vor, jede Waffe irgendwann mindestens einen Service Star zu haben und alles für die freigeschaltet zu haben. Also, das kann man ja ganz gut nachgucken, wie viele Kills und wie viel man schon, sagen wir, für irgendeine Waffe freigeschaltet hat. Das kann man ja bei Battlelog immer schön gucken. Und dann werde ich das einfach so machen, dass ich für jede Waffe irgendwann alles freigeschaltet habe. Und das dauert zwar noch, aber dann habe ich wenigstens ein kleines Ziel, was ich gesetzt habe. Zack. Kopfschuss sogar. Kubismus. Und das finde ich eigentlich ganz nett, so. Dann habe ich zwar, jetzt sagen wir mal, bei keiner Waffe irgendwie, oder in näherer Zukunft, sag ich mal, bei keiner Waffe irgendwie 20.000 Service Stars, aber brauche ich auch gar nicht. Dafür habe ich alles freigeschaltet und das finde ich schon doch ein bisschen geiler als irgendwie, weiß ich nicht, bei einer Waffe, weiß nicht, wie viel zu haben. Bam! Der Tod kommt von oben, oder wie heißt die Scheiße? Black Ops Mission. Naja, so ähnlich war es gerade hier auch, aber ein bisschen abgewandelt. So, nochmal, würde ich sagen. Ja, ganz erfolgreich. Ne, der liegt da. Ne, doch. Muss schon sagen. Ah, und da haben wir gewonnen. Okay. Nice. Das Gute ist, ich habe gerade sowieso 3 oder 4 Mal hintereinander mit meinem Team gewonnen. Finde ich sehr geil. Und ihr seht, ich bin Colonel, oder wie man das ausspricht. Und ja, ich habe soweit jetzt eigentlich das erreicht, was ich erreichen wollte. Nur muss ich jetzt halt noch schauen, dass ich erstens den Sniper-Level, dass ich da auch noch alle Waffen bekomme, also die Service-Stars zum Beispiel alle. Und hier seht ihr auch,
Nur noch das fehlt mir, das hier und kann ich das gar nicht so nachgucken? Ist ja doof. Und das unten rechts. Das dauert aber noch ein bisschen. Und ja, genau. Was wollte ich sagen? Genau, da brauche ich bei dem Sniper noch ein bisschen was, damit ich alle Waffen freischalte. Hier seht ihr es. Ansonsten habe ich überall Service da. Und dann werde ich mich daran machen und für jede Waffe alles freizuschalten. Das dauert, aber ich habe es dann zusammen und ich find's geil. Genau, ich habe die falsche Waffe ausgewählt. Ist aber gar nicht schlimm, denn die ist gar nicht schlecht, die Waffe eigentlich. Muss man schon wirklich sagen. Also ich fand die anfangs schlecht, habe mich jetzt allerdings ein bisschen mit der angefreundet. Aber, naja, jetzt für mein Abkommen mit der M16 ist das recht unpraktisch. Da ich damit noch einige Kills brauche, also mindestens zwei oder circa 200 Kills werde ich damit noch brauchen. Also ich muss sagen, bei der Waffe finde ich gut. Ich weiß nicht, ob es unbedingt an der Waffe liegt, aber irgendwie finde ich das schon, kann man gut immer auf den Kopf zielen. Das hört sich jetzt blöd an, wenn ich das so sage. Dass ich jetzt ausgerechnet mit der Waffe kann. Kann auch sein, dass es am... Also wird wahrscheinlich eher daran liegen, dass ich dieses Visier drauf hab. Aber irgendwie... Ah, da oben sitzt ein Sniper auf der Brücke. Aber irgendwie geht das da ganz gut, muss ich sagen. Hat auch nicht so einen starken Rückstoß. Ist alles in Ordnung mit der Waffe auf jeden Fall. Ah, verdammt. Dieser Ren is back. Das ist auch einer, ey. Der hat mich schon so einige Male heute gekillt. Ich habe allerdings auch schon seine Marke bekommen. Da habe ich also auch schon gemessert. Wow. Na komm schon. Ach. Doof. So, dann werfe ich da mal einfach eine Granate hin. Gut. Aber das, was auch schön ist, man kann hier schnell respawnen. Also das geht recht schnell. Man kann eigentlich, oder man kann direkt wieder auf Betreten drücken, wenn man gerade gestorben ist und die Killcam quasi abgelaufen ist. Ist ganz angenehm, so dass man auch schnell wieder ins Geschehen kommt. Okay, das war eine von unserer Granate. Da war sogar einer. Da wäre ich mir volle Kanne reingelaufen, ey. So, hier waren noch ganz viele gerade. Komm, ich belebe dich wieder. Ist aber auch schwer, hier andere Leute wieder zu beleben, eben weil das so lange dauert. Ach, nicht so lange dauert. Den hätte ich auch wieder messern können eigentlich. Aber daran denke ich manchmal nicht. Da will ich einfach kurz... Zack, rechte Maustaste zum, ne, anvisieren. Und dann schnell handeln, bevor er mich irgendwie sieht oder so. Das mache ich meistens immer nur hinterrücks. Also wenn ich wirklich hinter ihm bin und nicht irgendwie, weiß ich nicht, daneben so ein bisschen. So, den beleben wir auch mal schnell wieder. Wenn wir jemanden wiederbeleben, dann bekommen wir das Ticket wieder zurück, was wir verloren hätten. Scheiße. Jetzt haben wir ihn kommen. Ja, da noch einer. Ja, wolltest du mich verarschen, kleiner Homo. Warum benutze ich eigentlich die ganze Zeit noch die Waffe? Ich muss sie doch wechseln. Ich dummerle. Schatz. Ja, das kann er. Da wurde nur daneben geschossen. Und ich finde auch, diese Map eignet sich sehr gut für diesen Team Deathmatch Modus. Weil, naja, es ist recht klein, es ist mehr oder weniger unübersichtlich, also je nachdem, wie man es sieht. Man hat zwar alles, so sag ich mal, auf einen Blick, aber man hat halt viele Möglichkeiten. Man kann sich erstens oben positionieren, man kann also oben auf der Brücke ein bisschen als Sniper agieren oder so. Man kann sich hier im Container-Dschungel herumtümmeln, man kann oben auf die Container drauf, man kann in die Container rein. Und alles mögliche. So. Du tötest mich nie wieder, hoffentlich.
Scheiße. Und ja, man hat eine kleine Fläche eigentlich. Also nicht so wie bei anderen Maps, zum Beispiel bei Firestorm war das ja so, da hatten wir, glaube ich, oder ich weiß gar nicht, das hatten wir, glaube ich, auch gar nicht aufgenommen, wovon ich jetzt gerade rede. Auf jeden Fall, oh, Sprengstoff vernichtet. Auf jeden Fall war die Map riesig für ein Squad Deathmatch. Und sowas ist natürlich schlecht, wenn man jetzt wirklich eine riesige Karte hat, wo sie dann, na, so 8 bis 16 Leute cabbeln. Das macht dann halt keinen Spaß, weil man stundenlang laufen muss. Und hier ist es halt ganz gut. Hier sieht man eigentlich immer irgendjemanden. Und deswegen eignet sich die ganz gut. Man hat alles hier vor Ort. Ja, war ein bisschen weiter hin, als ich jetzt gedacht hatte. So. Dann kommen noch wieder welche. Außerdem, ne, natürlich immer auf die Karte gucken. Ich glaube, einige Leute vergessen sowas immer. Dass man auch dann noch eine Minikarte hat. Das ist eigentlich das Wichtigste, was man bei Team Deathmatch zum Beispiel machen sollte, nämlich auf die Karte gucken. Da ist einer. Den messer ich. Hallo, bleibst du jetzt mal stehen, Junge? Wo bist du hin? Ach, verdammt, das gibt's noch nicht. So ein Homo. Läuft der da herum, ey? Gibt gar keine Ruhe mehr. Ich muss sagen, bei manchen Sachen... Da regen mich so ein paar Leute auf. Also ich denke, ich werde auch noch mal irgendwann eine Runde hier, wie heißt es, Metro aufnehmen. Also Operation Metro, meine ich, nicht das Spiel Metro. Und wenn man da jetzt Conquest Large spielt, also das, ich glaube, das hatten wir sogar schon mal aufgenommen. Da gibt es ja immer dieses schöne Ständchen, wo immer alles abgeht. Und genau an dem Ort versagt manchmal so ein bisschen das Teamwork, weil die Leute wissen einfach nicht, was sie da zu tun haben. Denn wenn man sich da ordentlich anstellt, dann kann man da schon einiges reißen. Nur die Leute kapieren es halt nicht und bleiben irgendwie beispielsweise hinten stehen oder beleben nur wieder oder sowas. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Und ja, viele Leute, sage ich mal, opfern sich da nicht. Wenn wir das nächste Mal Metro spielen, dann werde ich das, denke ich mal, nochmal ansprechen. Und zwar, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, wir würden Metro spielen. Dann wird die Situation jetzt so aussehen, dass die eine Fraktion, also die Russen, würden oben stehen, sag ich mal, und eventuell B halten oder eben etwas weiter zurücklegen. Und unten, sag ich mal, die USA ist. Und dann dementsprechend B erobern möchte oder weiter hinten ist in der Metro drin. So, und was dann da mal abgeht, meistens bei B in der Mitte, ist dann, dass beide aufeinandertreffen und eigentlich nur genuked wird, also nur mit Granaten und Raketenwerfer. Ja, und normalen Granaten, aber das geht noch, finde ich. Ja. Alter. Also da geht's dann ordentlich ab. Und da hat man dann eigentlich so ein Dauerwackeln die ganze Zeit drin, weil alles explodiert. Und das, ja gut, ist jetzt ein Ding für sich. Nur finde ich, übertreiben die Leute damit ein bisschen. Und was man mal dagegen tun kann, was allerdings die meisten nicht machen, was ich aber allerdings zum Beispiel mache und da meistens auch richtig viele Punkte für bekommen, die anderen dann nicht unbedingt. Ich kenne natürlich auch ein paar, eben die sich den Raketenwerfer schnappen oder meistens noch den Granatenwerfer und dann irgendwie 70 zu 2 haben oder so. Das sind dann solche Naps, die dann irgendwie, ich habe mal gesehen, mit 100 Service Stars beim Granatenwerfer. So ein Lappen, aber okay. Ich meine ja nur. Und da gibt es dann einige so Sachen, die man hätte beachten können, sag ich mal. Wie man das Ganze denn dann noch für sein Team rumreißt, weil es wird so sein, das Team, was die Mehrheit an Punkten hat, das bekommt dann die ganzen Punkte. Also... Gut, das war jetzt ein bisschen blöd ausgedrückt. Das Team, was die Mehrzahl an, ich sag mal, Flaggen erobert hat, auch wenn es keine Flaggen sind, sondern halt diese Eroberungspunkte, das gewinnt halt. So. Und, ich hab angeschrieben. Skype. Ja. Oh. Dreh ich das noch kurz zu Ende.
So, und zwar, ja, die Leute bleiben immer schön hinten, warten. Sie sind ein bisschen vorsichtig, was das angeht. Aber das ist eigentlich genau falsch, weil, naja, wenn man hinten bleibt, dann kann man auch nichts reißen. Wenn man da mal stattdessen nach vorne rennt und eine Granate in die Masse wirft, also wo wirklich alle sind und nicht die ganze Zeit, wo halt ab und zu mal einer hinkommt, um dann ein bisschen aufzuräumen, sondern wirklich ganz nach hinten wirft, wo alle hocken, da kann man dann schon ordentlich was reißen. Ich hatte da zum Beispiel heute, glaube ich, sogar noch ein... Na komm, yes! Einen so einen bestimmten Kill. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Das, also es gibt ja Double Kill, Triple Kill, Multikill. Und da hatte ich irgendwas. Es waren auf jeden Fall 7 Kills auf einmal. Mit einer Granate. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie der Begriff hieß. Irgendwas mit O-Kill. Ich weiß wirklich nicht mehr. Und das war schon reichlich geil, weil da wirklich alle standen die ganze Zeit. Irgendeiner gibt Munition, also ganz viele geben Munition. Ganz viele beleben wieder und dann die Mehrheit einfach, beziehungsweise ein paar Leute, ja, ein paar Leute mit, wie heißt es, Assault, die dann halt einerseits, wiederbeleben, andererseits den Granatenwerfer benutzen und dann halt die Leute, die, also hier diese Typen hier, diese Versorger, die dann am Boden chillen, mit ihrem Zweibein und dann warten, dass mal einer hochkommt oder sich blicken lässt. Und dann gibt es eben noch die Typen, also und Munition geben. Und dann gibt es eben noch die Typen, die dann mit dem Raketenwerfer draufhalten. Und was man einfach machen muss, ist einfach sich ein bisschen durchsetzen, versuchen, da durchzukommen. Ich weiß, es geht nicht immer, allerdings wenn alle mitmachen würden, dann wird das auch funktionieren. In den meisten Fällen. Und einfach mal, ja, quasi den Tod riskieren und dafür dann 7 Kills bekommen oder so. Finde ich, lohnt sich viel mehr. Und außerdem, wenn man einmal zurückgeschlagen hat, ich sag mal, wenn jetzt auf einmal 7 Leute weg sind und die denken, ach scheiße, jetzt müssen wir die erstmal alle wieder respawnen lassen, dann, wie heißt es, gewinnt man halt ein bisschen Zeit, um vorzudringen. Und wenn man da erstmal vorgedrungen ist, dann geht's. Ja, also wenn man zum Beispiel jetzt sich irgendwie durchschleicht und den hintersten Punkt von denen bekommt, dann denken sich halt, sagen wir mal, 20% der Leute, die vorne sind, scheiße, das muss ich zurückerobern, und 20% der Leute sind jetzt hinten. So, und deshalb bekommt man einen Mittelpunkt, sag ich mal, wieder ein bisschen mehr Freiraum und kann das Ganze wieder leichter bekommen, und dann haben sie auf einmal den Mittelpunkt nicht mehr und alles ist hinten. Also ich hoffe, ihr versteht das. Werden wir, wenn wir Metro nochmal zocken, bestimmt nochmal anschneiden, ich zumindest. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.